Hallihallo, liebe Leute, willkommen zurück. Ja, jetzt geht's wieder weiter mit unserem lieben Zoo-Tycoon-Spiel. Und ich werde mal hier noch einen Weg bauen, dass die Besucher weiter an das Gehege rankommen. Na, jetzt hakt's gerade, wa? Ach Mann, der Rechner wieder hier. Ja, es ist nicht mehr der schnellste, hatte ich glaube ich schon mal gesagt. Aber was soll's? Naja. Wird mir auch bald irgendwann mal so, nächstes Jahr vielleicht, mal einen neuen Rechner zulegen. Aber, naja, mal schauen. Noch geht er ja. Haha. Dann kriegt, ist das dann der Spielrechner jetzt, der jetzige? Der neue wird dann der Superrechner sein. Yeah. Na, da freue ich mich schon drauf auf den neuen Rechner. Ja, doch. Oh, jetzt kam mir gerade die Fliege fast in die Sicht rein. Meine Güte. Buschland. Vulkan? Ist ja cool. Achso, als Deko, wa? Das ist ja cool. Nee. Machen wir aber nicht. Ich wollte jetzt noch was einsetzen. Achso, da gibt es gar keine Bänke. Du musst ja wieder auf Gesamt gehen. Oh. Naja. Ja, ich wollte euch noch kurz von meinem Urlaub erzählen. Ich war ja also an der Ostsee, wie gesagt. Auf dem Fischland Das war ich. Falls euch das was sagt, das ist ja hier bei Rostock in der Nähe. Da geht es dann so hoch, so eine kleine Halbinsel, kann man schon sagen, ja. Da war ich immer ein Stückchen, war ich dann auf der Halbinsel. Insel sozusagen in, sage ich, in Ort, weiß ich nicht. Ist das schlimm? Kann ich Ihnen sagen? Ja, war. In Dierhagen war ich. In Dierhagen heißt das. Ja, und da war ein kleiner Hafen in dem Ort direkt. Also da war nicht direkt der richtige, der richtige Ostseestrand war da nicht. Da war nur der kleine Hafen am Bodden, nennt sich das. Der Bodden, Fischland Das Bodden. Und ja, da war ein kleiner Hafen, das war ganz nett. Und dann sind wir ja auf der, bin ich bei, bin ich alleine gefahren, mit der Family gefahren. Und dann sind wir ein bisschen durch die Gegend gefahren, da sind wir, haben wir die Städtchen da abgeklappert. Da gibt es zum Beispiel in Ahrenshoop, gibt es eine Steilküsten. Und da haben sie Treppen mit eingebaut, das fand ich ja ganz schön. Da kannst du dann die Treppen runter und stehst bis ja oben an, von Anfang an oben auf diese Steilküsten drauf. Ups, Entschuldigung. Und ja, da kannst du halt eine Treppe runtergehen, gehst du die ganze steile Wand runter sozusagen. Aber es ist eine ganz gute, also eine Treppe, die kann man, ist eine richtig gut gebaute, wie hier im Treppenhaus, sowas. Also da kannst du ja ordentlich runterlaufen und hochlaufen. Und dann kannst du nämlich unten ganz viele Steine sammeln. Da war ich nämlich auf der Suche, nach diesen Steinen mit den Löchern in der Mitte. Ne? Da gibt es ja manchmal diese Steine mit den Löchern. Und naja, habe ich leider nicht wirklich richtig gefunden. Da waren immer also Steine, die schon mal so eine Einkerbungen hatten, also so eine angefangene Löcher, habe ich das immer genannt, so einen halben Löcher schon hatten, aber die waren halt nicht durch. Naja, haben wir halt so ein bisschen geschaut nach Muscheln und andere Sachen. Oh, warte mal. Zebra ist nicht im Käfig enthalten? Da ist doch da drin. Was sag mal. Ja, das war ganz schön. Dann waren wir noch an verschiedenen Seebrücken von den kleinen Orten. Dann waren wir noch einmal. Ach ja, in Zingst waren wir noch. Da gab es ja auch eine Seebrücke. Und da sind wir dann da so lang gelaufen und habe ich nicht gedacht, dass es da dann noch so eine kleine Attraktion, kann man das schon nennen, ja. Da gab es dann auf der See, an der Seebrücke, das sah von Weitem aus wie ein Fahrstuhl im Wasser. Und das war im Endeffekt dann eine Tauchergondel, nennen die das, Tauchergondel. Sprich, da konntest du dann in dieses kleine Tauchergondel-Dings, der Bums, da einsteigen. Und es fährt wie so ein Fahrstuhl nach oben und nach unten. Und dann kannst du dann so, ich glaube, 4 Meter ist das tief getaucht. Taucht dann 4 Meter unter Wasser. Und dann konntest du dann die Ostsee unter Wasser sehen, ohne nasse Füße zu bekommen. Das fand ich toll. Das habe ich gleich mal mitgemacht. Ja. Also es war zwar nicht so eine schöne große Sicht, aber das macht ja nichts. Aber man hat trotzdem so kleine Fische hat man gesehen und eine Qualle. Und ja, das Wasser war halt relativ grün, war sehr grün und die Sicht war auch bloß 2 Meter, sagte der Führer. Der Führer. Also der Kapitän, der da mit in der Tauchergondel mit drinnen dabei war, sagte, eine Sicht war von 5,
2 Metern, nee, von 2 Metern, weil vorher, zwei Tage vorher war ein Riesensturm. Und da hat das Wasser, das Dreck und den Dreck im Wasser ist dann so aufgewühlt gewesen. Ja, da ist leider die Sicht nicht mehr so weit. Naja, aber was soll's. Aber war trotzdem schön. War mal schön, das mal zu sehen. Da haben sie dann noch einen Film gezeigt, einen 3D-Film mit 3D-Brille, ja, über die Ostsee selber. Und der Kapitän selber hat auch noch ein paar Sachen erzählt. Fand ich ganz lustig, ja. War schön. Also wer mal in Zingst Urlaub macht oder da in der Nähe ist, kann ich nur empfehlen, auf die Seebrücke dort zu gehen in Zingst und sich da diese Tauchergondel mal anzuschauen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mitfahren. Mit dem Teil von oben sah, von Weitem sah es aus, wenn es eingetaucht ist, sieht es aus wie so ein riesen silbernes Ei, was da oben schwimmt. Ich dachte, was ist denn das? Aber es ist eine Tauchergondel. Na, fand ich toll. Also wer Lust hat. Jetzt ist ja das Wetter auch nicht mehr so. Es regnet ja immer hier und mal hier und da. Dort, wo ich an der Ostsee war, da hat es leider auch ein bisschen geregnet. Und da war aber Donnerstag. Also 2 Tage waren dann auch schönes Wetter. Ja, da haben wir dann noch so eine Schiffsfahrt gemacht. Von Zingst aus, vom Hafen, nach zur Insel Hiddensee. Es ging dann über 3 Stunden die Schifffahrt hin und 3 Stunden wieder zurück. Ah, das war recht lange. Aber naja, du hast da die ganzen Vogelschutzgebiete gesehen. Die Insel Rügen von Weitem, bis man fährt ja an der Insel Rügen vorbei. Die Insel Hiddensee ist ja bei Rügen in der Nähe. Ja, das war sehr interessant. Und auf der Insel hast du dann nochmal ein bisschen Freizeit. Da dürfen ja keine Autos fahren auf der Insel. Ist da verboten. Nur mit Ausnahme dürfen da Feuerwehr und Krankenwagen fahren und Polizei. Ansonsten nur mit, dürft da, darf da keiner einzigster, keiner mehr damit fahren. Ja, ansonsten kann man da viel wandern. Da gibt es einen Leuchtturm, kann man auch hinwandern. Kann auch zu Fuß die Insel erkunden, aber das dauert ein bisschen. Ich bin dann auch mit der Pferdekutsche gefahren ins nächste Dorf. Das waren 2 Kilometer. Und die 2 Kilometer sind wir wieder bin ich zurückgelaufen wieder. Und ja, haben ein bisschen den Ort und die Landschaft angeschaut. War schön, ja. Kann man viel essen gehen, Souvenirs kaufen und. Ja, das war sehr schön. Ach, und das eh nochmal, das Pfandige. Oh, feier. Bestimmt im Nachhinein richtig lachen darüber. Nee, da war ich im Souvenirshop an der Kasse und wollte gerade meine Postkarten bezahlen. Und kam von hinten eine Frau, die wollte gerade in den Laden rein. Und da ist die erstmal über die Türschwelle gestolpert. Die ist dann so halb reingelaufen, gestolpert. Da hat sie sich dann an mich und meine Family festgehalten, dass sie nicht hinfliegt, ey. Oh, ich bin so erschrocken, kam die von hinten an, ein lauter Schrei, ah, und dann so, tuff, ist die so gelaufen, und dann, ah, hat sich an uns festgehalten. Hätte sie sich nicht festgehalten, wäre sie voll hingeflogen. Ich dachte, meine Güte. Naja, ist halt so, wenn man dann nicht, sich die Beine heben kann, wa? Ja, so ist das. Naja, was soll's. So. Oh nee, ey, ist eigentlich nicht lustig, aber im Nachhinein muss ich darüber richtig lachen. Oh nee, wie staut sich das ja schon wieder? Oh nee. Ja, also manchmal ist das schon komisch. Naja, und die Ferienwohnung, ja, wir haben uns eine Ferienwohnung genommen. Oh, ach, ich hab die falschen Mülleimer, fällt mir gerade auf. Die schmeißen das nämlich dann nicht immer da rein, sondern immer daneben. Sehe ich gerade, weil hier nämlich ein Müllhäufchen da rumliegt. So. Achso, ja, die Ferienwohnung. Ja, die war ganz niedlich. War so ziemlich alles in einem Raum. Küche, Wohnzimmer. Gehst du um die Ecke, hast du Schlafzimmer gehabt. Dann musstest du über so ein kleines Podest, so 3 Treppen hochlaufen. Und wenn du auf der einen, das war ja so ein Doppelbett. Und wenn du auf der einen Seite geschlafen hast und da dann aufgestanden bist, da warst du schon halb im Klo drinne oder auf dem Klo schon halb im Bad drinne. War recht eng, aber hat gereicht. Wir waren dann eh den ganzen Tag unterwegs meistens und ja, war ja nur zum Schlafen und abends so ein bisschen Fernseh gucken, Karten spielen und so. Naja, war nie, aber war auf jeden Fall schön. Aber jetzt bin ich ja wieder da und kann euch neue Videos geben, zeigen, wie auch immer. Ja, schön, schön. So, jetzt haben wir die ganze Zeit gequatscht und gar nicht so viel Neues reingemacht. Das sind schon wieder 10 Minuten fast so. Gibt's ja nicht. Naja, was soll's. Muss auch mal sein, wa? Mal ein bisschen die Tiere beobachtet, da haben wir hier neue Käfige reingestellt. Dann werden wir gleich mal gucken.
Buschland hatten wir. Welches Tier wir als nächstes nehmen? Können wir ja eine kleine Tierart, dass das hier. Oder wir machen da. Oder ich mache da so eine Art Spielplatz oder sowas. Oder so ein Restaurant dahin. Das ist ja nicht so viel Platz. Oder ich mache da den Vulkan hin. Da gab es auch einen Vulkan. Hier, das hier. Bin mal gespannt. Geht der auch richtig? Mal gucken. Oder ist es nur Deko? Gucken. Was geht hier auch los? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Nee, war es nur Deko. Naja, macht nicht. Dann machen wir ein schönes Deko-Dingsterbums da draus. So, warte mal. So. Naja. Mache ich dann beim nächsten Mal weiter. Gut, liebe Leute, das war's erstmal und wir sehen uns dann bald wieder. Tschüss.